Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute meine ich von zu Hause der Start, denn ich bin Tatsache mal wieder unterwegs. Wer mag es zu glauben? Heute begrüße ich euch mal aus Bonn. Ich bin nämlich mal wieder unterwegs. Ich möchte euch aber zuallererst noch Juan vorstellen. Juan ist nämlich mein neuer Mitbewohner hier, kann man bestimmt ganz gut sehen. Der plagt mich schon ein bisschen länger, ist jetzt mein treuer Begleiter, mein neuer bester Freund. Ich gehe jetzt noch ein Stück am Rhein entlang, denn da ich euch im Moment zum Thema Kinderwunsch ja nicht so viel erzählen kann, gibt es von mir dann jetzt natürlich mehr privat in anderen Bereichen. Und entsprechend nehme ich euch heute einfach mal den Tag über mit, auch zu meinen Terminen. Ja. Und jetzt schaut euch diesen Ausblick an. Ich liebe es, hier lang zu laufen. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zum Nagelstudio. Denn die hier sehen mittlerweile echt katastrophal aus und brauchen einen neuen Lack, einen neuen Anstrich. Und genau, so sieht das bei mir aus. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet und euch ist nicht so kalt wie mir, denn obwohl es hier tatsächlich sehr sonnig aussieht, ist es tatsächlich gar nicht so sonnig, beziehungsweise gar nicht so warm, wie man jetzt denkt. Ja, es ist doch schon recht kalt. Mein Thermometer heute Morgen, beziehungsweise die Alexa habe ich gefragt, wie warm es wird. Und die sagt, ja, wir haben jetzt aktuell 0 Grad. Und ich denke mir so, ja, okay. Gestern dachte ich noch, der Frühling kommt. Und jetzt überlege ich mir dann, ob ich mir nicht schon wieder Mütze und Handschuhe anziehen soll. Wundervoll. Aber ich kann mich nicht beschweren, denn ich bin tatsächlich ein Sonnenkind. Ich bin einfach ein Sonnenkind. Sobald die Sonne scheint, bin ich glücklich und gute Laune. Genau. Und jetzt marschiere ich erstmal zum Nagelstudio. Raus aus dem Nagelstudio habe ich jetzt gerade Julian angerufen. Der hat gerade keine Termine, sodass ich ihn jetzt im Büro besuchen gehe und wir dann vermutlich zusammen Mittagessen machen. Da wollte ich Julian im Büro abholen. Da stand der doof schon vor der Tür. Ja. Du hast gesagt, du holst mich zum Essen. Dann komm ich raus. Ja, vielleicht war ich zu spät oder so. Wir gucken jetzt mal, wo wir was Leckeres essen können, denn ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Und wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich auch noch nicht gefrühstückt. Doch, ich habe heute Morgen 2 Stücke Schokolade gegessen, aber zieh dir mal das gerne weiter rein. Das habe ich heute auch schon gelobt. Es ist richtig schön, blauer Himmel. Guck mal, eben warst du noch auf der anderen Rheinseite. Das ging schnell, ne? Haben schon schöne Fleckchen. Ich bin gerannt. Ja. Ja, wir haben schon wirklich schöne Fleckchen. Dieses Wetter. Ich werde mich überfahren. Hallo, hier fahren noch keine Autos? Ja, aber Fahrräder. Ja, die haben ja Augen. Und viele Menschen sind so ignorant, die sagen sich, da halte ich einfach drauf. Tja.
Wo gehen wir denn jetzt essen? Ein kleines, schmuckes Lokälchen hier am Bonner Rheinufer, nennt sich Rheinlust. Hat übrigens mal, ich weiß nicht mehr, wie er mit Nachnamen heißt, Alex, der hat früher Big Brother gewonnen. Vor 20 Jahren oder so. Jemand hat das mal gehört. Gehört es mittlerweile nicht mehr, ist aber immer noch sehr beliebt und sehr, sehr lecker vor allem. Und was gibt es da so zu essen? Keine Ahnung. Schnitzel, Burger, alle mögliche Sachen. International? International. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich froh bin, jetzt nicht mehr was zu essen. Und auch mal kurz den Kopf frei zu kriegen. Weil, Sandra hat es im letzten Video kurz angerissen, ja, am Freitag meine Single erschienen ist. Und wir das ganze Wochenende, oder ich vor allem das ganze Wochenende, echt viel Arbeit damit hatten, Werbung zu machen, Promo zu machen, etc. pp. Und das ist ziemlich, ziemlich anstrengend. Deswegen bin ich echt froh, eine Kleinigkeit jetzt zu essen und einfach mal bei dem geilen Wetter hier den Kopf frei zu kriegen. Wir haben jetzt hier noch einen leckeren Kaffee getrunken, nachdem wir gerade drin was Leckeres verspeist haben. Ja, mein Arbeitskollege und meine Arbeitskollegin aber hier waren und wir deswegen leider uns beim Essen oder euch nicht zu unserem Essen mitnehmen konnten. Weil es dann doch ein bisschen doof gewesen wäre, einfach ungefragt die Kamera auszupacken und die beiden wollen mit Sicherheit nicht ins Internet. Und jetzt genießen wir hier noch ein bisschen die Sonne und trinken unseren Kaffee und gehen dann vielleicht gleich noch ein paar Meter am Rhein spazieren. Hm? Zum Verdauen? Hm? Ja? Wahrscheinlich. Okay. Juan und ich sind wieder zu Hause. So, wenn ich mir hier mich so in der Kamera angucke, sind Juan und seine ganze Familie mit am Start. Ich habe gerade Julian wieder im Büro abgeliefert, bin jetzt wieder zu Hause und auf mich wartet jetzt erstmal die Wäsche. Nachdem ich mich jetzt ein bisschen frisch gemacht habe, werde ich mir jetzt noch einen Kaffee machen. Und danach wollte ich mal los nach Osterdeko gucken. Ja, richtig gehört, nach Osterdeko. Ostern ist zwar erst in einem Monat, aber ich kenne mich. Und wahrscheinlich denke ich das nächste Mal sonst einen Tag vor Ostern dann. Wenn man nichts mehr bekommt und es eh schon viel zu spät ist. Also lieber früher anfangen. Das Motto hatte ich auch letztes Jahr Weihnachten. Da habe ich, glaube ich, auch schon Anfang November angefangen zu schmücken. Weil wenn ich dann wirklich mal dran denke, dann lieber sofort als nachher da stehen und nirgendwo mehr etwas bekommen. Und wir fahren vor Ostern auch noch ein paar Tage weg und dann wird das komplett durcheinander geraten. Daher mache ich mich mal gleich auf den Weg. So ein Dekoast zu Hause am Fenster hängen, der im Moment nicht geschmückt ist. Da kann man natürlich super gut so kleine süße Sachen dran hängen. Kann man den natürlich schön osterlich schmücken. Die sind ja auch mal mega schön, aber die sind leider etwas zu kitschig für mein Deko-Vorhaben, glaube ich. Die sind zwar auch kitschig, aber ich finde die eigentlich ganz süß. Ich gehe jetzt auch einfach mal rein. Ich kaufe lieber zu viel als zu wenig, dann kann ich zu Hause besser auswählen. Hier habe ich jetzt gerade gesehen. Das ist ja auch süß. Gibt es so Anhänger, die man sich zum Beispiel an die Haustür hängen kann. Was soll das sein? Let's Party. Ach, das sind Servietten. Aber apropos Servietten, ich brauche auch noch welche für Ostern. Die finde ich sehr schön.
Also Deko kauft, ne? Da kannst du. Kannst du mir so viel Geld geben. Und ich würde es schaffen, keinen einzigen Cent übrig zu lassen. Jetzt habe ich gerade die Muffins vor mir entdeckt. Hätte ich schon fast online bestellt für weitaus mehr als 3 Euro. Nehme ich direkt mal mit. Sowas kann man immer gut gebrauchen. Allerdings nehme ich es in Grau. Ich habe jetzt schon so viel. Man sieht, ich kann mich nie entscheiden. Und finde 1000 Sachen, die ich nicht brauche. Tja, so schnell hat man in einer halben Stunde knapp 50 Euro ausgegeben. Was auch der Grund ist, weshalb ich tatsächlich immer zum Teddy gehe. Denn die Sachen kosten da einfach im Vergleich zu anderen Läden viel, viel weniger. Und da ich mich nie entscheiden kann und wie gesagt lieber zu viel kaufe als zu wenig, weil ich habe gerne zu Hause dann diese Auswahl. Wisst ihr, ich würde am liebsten alles mitnehmen und zu Hause dann gucken, was passt wohin. Weil manche Leute können das, die gehen in ein Geschäft und sagen, das passt da bei mir zu Hause hin, das passt da bei mir zu Hause hin und können ihre Wohnung 1A oder ihr Haus 1A dekorieren. Bei mir ist es leider nicht so. Mir fehlt ein bisschen dieses räumliche Vorstellungsvermögen, wie das dann nachher tatsächlich an welcher Wand aussieht oder auf welcher Fensterbank. Deswegen kaufe ich immer relativ viel und gucke dann, wo ich das wie kombinieren kann, etc. Hier und da bleibt natürlich dann auch mal ein Teil übrig, aber ist dann kein Weltuntergang bei den Preisen beim Teddy. Und wenn ich dann merke, da könnte jetzt noch das und das hinpassen, dann fahre ich nochmal gezielt los und suche einzelne Teile. Also ich fahre meistens sowieso zweimal. Ich bringe die Sachen jetzt nach Hause, denn ich habe gerade gesehen, dass ein Paket gleich von mir auch ankommt und Mirko kommt auch bald aus der Schule und genau, deswegen geht es jetzt für mich erstmal wieder zurück. Zeige ich euch jetzt natürlich auch nochmal kurz, was ich jetzt alles gekauft habe. Also ich liebe auf jeden Fall so Deko-Anhänger, deswegen habe ich davon auf jeden Fall ein paar mehr gekauft. 4 Rollen Geschenkpapier, noch so ein Anhänger mit einem Schriftzug. Ich brauchte ganz dringend eine neue Heißklebepistole und Mirko hat seinen Radiergummi verschlammt. Also haben wir da auch mal wieder 2 gekauft. Wieder hier so Anhänger. Ich habe mich dann doch für ein anderes Schild für die Tür entschieden. Muss ich dann gleich auch mal aufhängen. Die Servietten. Dann habe ich noch so 2 so für, Windlichter. wobei ich die wahrscheinlich nicht nach draußen stellen würde. Dann die Kitschdinger. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die passen werden. Muss ich mal schauen. Und die Silikonform. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ein Juteseil. Weil das kann man tatsächlich immer für alles Mögliche gebrauchen. Also es ist immer gut, Juteseile im Haus zu haben. DHL war noch nicht da. Von daher werde ich jetzt noch gemütlich einen weiteren Kaffee trinken. Wo ich dann hier gerade so am Dekorieren bin, ist mir jetzt auch aufgefallen, dass ich was vergessen habe. Ich habe zwar das auch nicht zufällig gesehen, aber ich brauche unbedingt einen neuen Tischläufer. Weil wir haben so einen großen Holztisch, wie ihr gerade auf dem Video gesehen habt. Und es ist nun mal so, dass ich irgendwie keinen Tischläufer habe für Ostern. Ja, ich muss mal schauen. Mirko kam gerade aus der Schule. Wir haben uns jetzt noch eine Kleinigkeit zu essen gemacht, weil Mirko hat heute Training. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich dann auch. Ihr habt jetzt mal gesehen, was ich sonst so mache, außer über Kinderwunsch erzählen, einfach mal was mitten aus unserem Alltag und würde mich freuen, wenn ihr natürlich nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn ihr nichts verpassen wollt, klickt auf Abonnieren und wir machen uns jetzt hier noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!